Herzlich willkommen zurück zu einer Sommerausgabe aus Berlin-Mitte. Und wie immer starten wir jetzt mit den Unternehmensnews. Na, auf die Plätze, fertig, los. Ja. Macht mal weg. Ein ganz herzliches Willkommen zum 22. Innovationstag hier in Berlin-Pankow, veranstaltet vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Was wir auch vorhaben, ist, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Wir haben also auch sehr viel Interaktion heute vor. Jetzt wollen wir uns heute Vormittag ein bisschen über Brüche im Leben unterhalten, aber das nicht immer nur in der dramatischen Form, sondern auch ein bisschen über die Kraftquelle eines Bruches. 1991, du warst 22 Jahre alt. Dann habt ihr einen Motorradunfall gehabt. Als du aus der Narkose aufgewacht bist, hat der Arzt was zu dir gesagt? Frau Brun, das mit dem Gehen können Sie vergessen. Drehte sich um und war weg. Nicht wirklich sensibel. Ich hätte genauso gut nach dem Unfall auch zu Hause sitzen bleiben können und sagen können, ja und nu. Aber ich finde, so Mundwinkel wie Frau Merkel, die sind weder attraktiv noch motivieren sie. Was sagen Sie den jungen Menschen, warum es sich lohnt, in Deutschland ein Unternehmen zu gründen, zu tüfteln, zu entwickeln und auch an Innovationen zu arbeiten? Ja, ich sage denen natürlich, dass sie daraus was für ihr Leben machen können, aber viel wichtiger ist, am besten ist, ich schicke sie um die Ecke zum nächsten Mittelständler, der genauso angefangen hat. Das ist, also man passt immer, ja, ich meine, wenn ein Politiker darüber erzählt, mach dich selbstständig, das ist ja auch schon irgendwie komisch. Ne? Herr Genscher, was braucht es, um Menschen in Bewegung zu setzen? Die Beweger haben die Menschheit immer vorangebracht. Das heißt, sie müssen ein klares Ziel haben. Sie müssen die Menschen davon überzeugen, dass das Ziel richtig ist. Sie müssen sie begeistern können. Wenn du in diese staunenden und auch faszinierten Augen schaust, was wäre dein Wunsch? Was sollen wir mitnehmen? Man soll sich immer zurückbesinnen, von wo das man kommt. Du warst am tiefsten Punkt deines Lebens und wolltest zum höchsten Punkt der Welt. Dann kam der 23. Mai 2012 und ihr seid aufgebrochen zum Gipfel des Mount Everest. Heidi, welche Reaktionen hast du von deinem Mann, von deinen Kindern, von deiner Familie, aber auch von deinen Freunden, Nachbarn bekommen? Ich glaube, die kennen mich. Ich hatte schon früher in einem anderen Ausmaß ähnlich verrückte Ideen. Ja, und dann mein Mann natürlich gleich, was soll's denn kosten? Er ist ja Schwabe. Nee, mach das noch einmal, da war ein Rutscher am Schluss. Rolf, ich frag dich mal nebenher. Als allererstes frage ich mich, warum du mich interviewst, wenn ich am Arbeiten bin. Das geht doch nicht. Nein, das macht nicht geil. Was ist die Herausforderung im Moment? Ja, das ist einfach Timing jetzt. Das ist ein neuer Tag, wir haben den Text ein bisschen umgeändert und so. Aber die packen das. Ja, auf jeden Fall. Tschakka. Yeah. Sie haben gesagt, wenn ich einen Nagel in die Wand schlage, habe ich nach 3 Hammerschlägen heftige Atemnot. Ja. Das ist der eine Teil des Handicaps. Achten Sie bitte auf den zweiten Teil. Wenn ich eine schicke Frau in Köln sehe, bin ich allerdings noch lange nicht tot. Und ich glaube, das schauen wir uns jetzt mal zusammen an, wie das war, als das Kamerateam dich in Hamburg einen Tag besucht hat. Wie bewerten Sie die Führungsqualität Ihres Top-Managements? 2 minus. 2 minus. 2. 2. 2. 2. 1. 1. Ich freue mich, dass du meiner Einladung gefolgt bist, mit mir heute hier auf Tour zu gehen, auf Sightseeing-Tour durch Berlin. Es zeigt auch, dass du ganz offen bist für Neues und für kreative Ideen. Den frischen Wind lassen wir uns jetzt bei der Tour um die Nase wehen. Franziska, wunderbar, dass du heute wieder hier warst. Wir werden dich heute Abend auch noch mal erleben bei der Cancer Survivors Night. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, hier zur ersten German Cancer Survivors Night. Ich freue mich sehr, die nächsten 60 Minuten hier ganz wundervolle Gäste begrüßen zu dürfen. Sie engagieren sich, wie ich finde, auf ganz beeindruckende Weise. Und wir haben Joe Brauner in Hamburg besucht, der damals die Nachrichten gelesen hat. Und vielleicht haben Sie genauso Spaß wie wir jetzt dran, wenn wir eine kleine Zeitreise zurückmachen. Ich weiß, dass Sie in Ihrem Leben als Tagesschausprecher einen ganz emotionalen Moment hatten. Es war der 9. November 1989 und ich habe das gelesen, habe die Bedeutung dieses Abends noch gar nicht richtig erfasst. Ich beschäftige mich mit Online-Marketing und ich arbeite da mit der Automobilbranche zusammen. Frage liegt natürlich nahe, sind Sie heute Morgen selbst hierher gefahren? Ich bin gestern Abend angereist. Okay, selbstständig? Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Okay. Wo sehen Sie denn die größte Chance oder eine der größten Chancen in der Digitalisierung für diese Branche?
Ich denke, da kann ich auch immer mal auf die Vergangenheit verweisen, dass ja schon immer die Technologie sich sehr, sehr schnell weiterentwickelt hat. Und jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Mit 54 Jahren steht er wieder mitten im Leben und ist vor kurzem sogar noch einmal Vater geworden. Herzlich willkommen, Uli Roth. Hallo. Jetzt bist du Musikmanager der Popgruppe PUR. Ihr seid gerade auf Tournee. Wie hat deine Band damals reagiert, als du gesagt hast, Leute, ich habe Krebs, ich werde für eine längere Zeit ausfallen? Die Frauen haben ja ganz klar gesagt, die Männer sind wehleidig und haben was Jämmerliches. Wie ist das denn so, wenn Sie eine leichte Erkrankung wie Schnupfen oder Fieber haben? Das ist eine Scherzfrage, oder? Ja. Ich habe keinen Schnupfen. Tippen Sie die Fragen einfach rein und dann bekomme ich die live hier auf mein iPad gespielt. Desiree, wie bewerten Sie generell den medizinischen Fortschritt der letzten 100 Jahre? Die Menschen haben ja viel mehr Optionen heutzutage, auch in der zweiten Hälfte des Lebens. Ach, da ist der hochgegangen und hat in die Blase reingeguckt. Kann man sich das und vorstellen? Und was hat eine Blase denn zu bieten? Mögen Ihre Ziele, Ihre Visionen, Strategien, Ihre Sehnsüchte und Träume in Erfüllung gehen?